Hallo und herzlich willkommen zurück bei den drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Hier ist Sabine, die Cat. So, wir sind unten im Keller und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um. So, um jetzt in der Gegenwart weiterzukommen, müssen wir immer wieder zurück in die Vergangenheit springen. Das heißt, wir müssen hier das Buch aufmachen. Ich wollte ein echtes Steampunk-Konstrukt bauen, keinen schnöden Fesselballon. Der zusätzliche Ballast ist mir zum Verhängnis geworden. Meine Karriere ist beendet. Also werde ich meine Henkersmahlzeit zu mir nehmen und hier dann die Zelte abbrechen. Der ist aber echt schön. Mein Prachtexemplar von Aeromobil. Warum bin ich nie über eine Bruchlandung hinausgekommen? Angesichts meiner Lage brauche ich keinen neuen Keilriemen mehr zu besorgen. Das beißt uns in der Gegenwart dann allerdings in Schwanz, weil wir müssen einen Keilriemen suchen. Danke dafür. Viertel vor vier, Viertel nach acht geht es von hier zur Himmelspracht. Halb geschafft die 11. Runde. Endet gar die Geisterstunde, runter mit dir, wer doch gelacht. So, wieder zurück in die Gegenwart. Wir gehen aber vorher noch mal den Ofen anfüllen, denn sonst sitzen wir fest. Das heißt, hier Wasser rein. Unten die Kohlen rein. So, den Kübel stelle ich wieder unter. Hol noch Kohle. Kohlen kann man nicht genug haben. So, dann können wir weiter stöbern. Ja, da geht es ganz schön tief runter. Leonardo da Vinci baute schon in der Renaissance die abenteuerlichsten Fluggeräte. Die waren Vorbilder für meine Aeronauten. Das Wetter und die engen Verhältnisse dieser Ebene hätten die Montage meines Aeromobils nur behindert. Wie oft bin ich von dieser Stelle gestartet? Ich könnte es an meinen Prellungen abzählen. Autsch. Ach, hier oben zieht es wie Hechtsuppe. Da lässt es sich schlecht arbeiten. Fiddler hatte einen Bauplan. Da liegt der Verdacht nahe. Du liegst richtig, Just. Blöd nur, dass er sich ständig zusammenrollt. Gut, den Plan haben wir. Das heißt, wir gehen wieder runter. Klemmen wir hier den Plan fest. Wenn wir den Quatsch mit dem Steampunk vergessen, erscheint mir der Luftweg gar nicht abwegig. Du willst allen Ernstes in einem Ballon abhauen, den wir noch dazu selber bauen? Ich habe damals auf unserer Fahrt mit Mr. Lloyd genau aufgepasst, wie er seinen Ballon führt. Das kriegen wir auch hin. Ich erinnere mich an den Fall. Das war kurz bevor dieser Hai-Zombie zugeschlagen hat. Garantierst du mir, dass wir nicht am Nordpol landen und keine Bruchlandung hinlegen? Nein, aber dein Sportsgeist plus mein Orientierungssinn, geteilt durch Skinnys langes Gesicht, wird das Risiko wert sein. Sehen wir uns den Plan also genauer an. Ja, runter kommen sie alle. Der Fahrkorb. Die Parachute-Vorrichtung, damit der Ballon gezielt sinken kann. Schleppseil. Sandsäcke. Die sind mir unterwegs schon aufgefallen. Der Brenner. Die Ballonhülle. Der Korbring. Lastseile. So, ich glaube, hier haben wir alles. Gehen wir Sandsäcke suchen. Thank you.
Der Fahrkorb. Die Parachute-Vorrichtung, damit der Ballon gezielt sinken kann. Ups. Ich wollte eigentlich hierher. Der Brenner. Gut, dann gehen wir rauf. Lastseile. So, ich gehe nochmal den Ofen nachfüllen. Und die Kohle. Ups. Kübel wieder daher. Ich nehme lieber noch welche mit. Wir brauchen da noch 10 Sandsäcke, die sollten oben sein. Schau mal rauf. Wir haben genug, um den Ofen anzuheizen. Man kann nie genug haben. Die Ballonhülle. So, die Sandsäcke haben wir. Der Korbring. Schleppseil. So, die Einzelteile für den Ballon haben wir auch. Das heißt, wir müssen jetzt zu dem Roboter. Der hat nämlich unseren Keilriemen um den Hals. Oh, Hopsi-Daisy. Müssen wir nochmal runter. Ich habe vergessen. Ich weiß zwar, wo die Teile sind, aber wenn man da nicht wirklich vorher alles gefunden hat, dann kann man es nicht mitnehmen. Hier fehlt etwas. Der Keilriemen. Also, nochmal rauf zu Mr. Caruso. Danke. Ich will beim Türchen runter. Hier fehlt etwas. Ja, wir bauen es schon ein. Der Schal ersetzt den fehlenden Keilriemen. Perfekt. So, jetzt geht's ans Bauen. Hier geht es eine Ebene höher. Also, was brauchen wir? Und wo kommt es hin? Gute Frage. Aber wir brauchen mal den Korb. Den Ballon. So, aufs Minimalste begrenzt. Dann hoch damit. Ich gehe nochmal Ofen anfüllen. Heizer vom Dienst. So, rein mit den Kohlen. Türchen nach oben wieder auf. So, hinauf. Na bitte.
Fehlen nur noch die Sandsäcke. Die haben wir hier. Der Brenner muss noch brennen. Hinten ist das Feuerzeug, hier. Das brauchen wir, um später den Brenner zu entzünden. Entschuldige, Just, aber ich lasse den Streuner nicht bei Skinny. Ich will, dass der Hund mitkommt. Alles klar. Schauen wir mal, wie wir den erwischen. Bemühe dich nicht, Just. Da kommt keiner von uns durch. Und? Wie ist die Lage da draußen? Hey, Skinny! Lass ja den Hund in Ruhe! So, wir müssen jetzt nochmal runter. Wir müssen den Hund anlocken. Wir brauchen einen großen, saftigen Knochen. Oh Mann, Justus. Der Knochen ist schon seit Jahren abgenagt. Ideal für einen Hund. Was ist? Hast du den Faden verloren? So, machen wir gleich mal nach oben wieder auf. So, einmal raus. Ob der Streuner den Knochen überhaupt bemerkt? So, jetzt müssen wir zur Orgel. Mensch! Der Streuner! Komm, Kleiner! Wir machen uns vom Acker. Mit dem saftigen Knochen. Hey, Töne! Wo steckst du denn? Nichts wie weg zum Ballon. Na, wartet! Wenn ich das verfluchte Schloss aufhabe, könnt ihr was erleben! Zeit zum Abhauen. Na, wartet! Schnell, Peter! Das Seil! Mach's gut, Skinny! Danke für deinen MG! Rocky Beach, wir kommen! So, das wird jetzt die lustigere Aufgabe. Wir finden dich. Es gibt hier drei verschiedene Höhen. Und wir können den Ballon mit der Maus steuern. Wir müssen aufpassen, dass die Möwen uns nicht erwischen. Wenn wir ganz unten sind, sind die kleinen Möwen gefährlich. Wenn wir in der Mitte sind, sind die mittleren Möwen gefährlich. Und dann geht's abwärts. Na klar. Ich bleib gern auf der untersten Ebene, weil kann man schöner landen. Unser Ziel ist der... wenn ich schaffe... ist der Leuchtturm. Das sind Kampfmöwen. Echt? Ninja-Möwen. Ernsthaft? Da hinten ist das Ziel übrigens. Die sind ballonfixiert. Ballonfixierte Biester. Da kommt die nächste. Auf jeden Fall, hier ist unser Ziel und da sollten wir möglichst nah landen. Hier lang, hier lang, hier lang. Flieg. Ausweichmann Möwe einleiten. So, und jetzt? Runter. Der Leuchtturm von Rocky Beach. Achtung, wir landen! Ja. Fiedlers Notizen. Ach, nun sind sie weg.
Die Erde hat uns wieder, Just. Na, kommst du mit uns mit? Ich glaube, er will seine Freiheit. Einmal Streuner, immer Streuner. Warte, es sind nicht alle so wie Skinny Norris. Du hast recht, Justus. Der Hund lässt sich nicht aufhalten. Ach, das ist alles Skinny Schuld. Meinst du, ich sehe meinen MG jemals wieder? Skinny weiß, dass wir einen Draht zur Polizei haben. Wenn wir uns schon den Kopf zerbrechen, dann wegen des Strandfestes. Die mutigen Aeronauten haben ihre Landung mit Bravour gemeistert. Aber werden sie das Fest erreichen, bevor Fiddler in Aktion tritt? Bleibt zu hoffen, dass Bob Inspektor Cotta doch noch überzeugen konnte, das Erscheinen des Kraken nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. So, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!